Hallo zusammen, wir starten eine neue Serie über Rennsport, über Geschichte von Auto SL und Classic Remise Düsseldorf. Wir zeigen Sie Rennfahrzeuge, Rennserie, Oldtimer-Fahrzeuge, Hypercars. Und erste Serie startet auf dem Nürburgring, wo machen wir 6 Stunden Qualifier-Race zum 24-Stunden-Rennen. Mein Name ist Jewgen Sokolowski, ich bin Ukrainer. Seit 23 Jahren ich bin ich in Deutschland. Mein Vater war auch Rallyefahrer, Rennfahrer. Meine Erfahrung von Rennsport angefangen mit Motorrädern. Nach Zeit ich bin auf Auto umgestiegen. Und ich habe große Erfahrung in NASCAR-Serie. Die europäische Meisterschaft und Ovalserie. 2012 ich bin mit Motorrädern aufgehört, weil mit gewisser Alter du verstehst, dass du kannst nicht weiter und weiter, weil du brauchst schon ein bisschen mehr Zeit für Firmensachen machen und dann natürlich Motorradsport ist sehr, sehr gefährlich. Mit Alter, du verstehst das. Und ich wollte weniger Verletzungen haben, weil jedes Mal, du hast immer Risiko, was kaputt machen. Und ich bin um 33 bin aufgehört mit Motorrädern und nach ein paar Jahren umgestiegen auf Vierräder. Angefangen, das war Zufall, angefangen mit NASCAR-Fahrzeugen, das bleibt immer bei mir. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr. NASCAR, europäische Serie und Oval im Vendray. Und danach habe ich verstanden, ja, GT-Fahrzeuge gefällt mir auch gut und dann probiere ich mich mit GT-Fahrzeugen weiter. Und so angefangen mit Nürburgring Vollendserie, Nordschleife, zuerst mit Kremer Racing, mit Cayman-Fahrzeug und dann haben wir weitergemacht mit ProSport, mit Aston Martin GT4. So das ist das deutsche Team mit Fahrzeugen von Aston Martin Racing. Wir sind mit gleichen Fahrzeugen unterwegs bei Serie ADAC GT4 Germany. Teamchef Chris Esser. Wir machen 24 Stunden Qualifier Race, 24 Stunden Race auf dem Nürburgring zusammen und Vollend-Serie, das ist Nürburgring Langstrecke-Serie und ADAC GT4 Germany im Rahmen ADAC GT Masters. Das ist ein sehr professionelles Team. Ich habe Erfahrung seit 2 Jahren. Wir machen zusammen. Ein Team mit sehr großem Potenzial nach vorne. Das macht mir richtig Spaß. Und ich sehe von meiner Entwicklung, wir machen immer Schritte nach vorne, von Event zum Event, noch besser und noch besser, noch besser. Und das macht mir sehr guten Druck. Was bedeutet Qualify-Rennen 6 Stunden? Das ist Vorbereitung und Probe zum Rennen. Wir fahren mit 3 Fahrern, mit Guido Dumoureux und Alexander Walker. Und wir gucken, wie das läuft Wochenende. Wir starten mit Qualify, dann mit Top-Qualify und Samstag, Sonntag. Wir haben 3 Stunden Rennen. Samstag 3 Stunden und Sonntag 3 Stunden. Bisschen über Freitag, Freitraining. Bei Dumoureux war alles in Ordnung bei Training, bei Walker. Fahrzeug hat ein bisschen Probleme mit Bremsen. Haben wir immer Luft im Bremssystem und dann ich habe Fahrzeug übernommen von ihm. Direkt nach erster Runde habe ich Bremse komplett verloren und ich war wieder im Pitlane. Dann haben wir versucht, das fertig machen, dann wieder raus. Dann haben wir Probleme mit wieder mit Bremsen. Ich habe nicht so viel Fahrzeit gehabt am Freitag. Ich habe vielleicht 2-3 saubere Runden gefahren. Aber wir sind schon gut bereit für Samstag, für Top-Qualify und für erste Rennen. Samstag morgens vor Qualify war sehr Nebel auf der Strecke. Ich habe gedacht, das wird gecancelt, aber doch nach ein paar Minuten war noch besser, noch besser. Und Top-Qualify trotzdem war gut gewesen. Wir haben zweiten Platz genommen. Leider Guido Dumoureux ausgefallen und wir haben nur mit Alexander beide Rennen gemacht. Am Samstag Alexander hat Start gemacht. Ich habe zweites Team gefahren und Alexander zum Schluss gefahren, zum Finish. Wir haben konstant gute Rundezeit gefahren und haben ein bisschen gekämpft mit unserer Klasse. Und dann wir sind zweiter geworden nach Rennen und das war sehr, sehr positiv für mich und hat sehr gefreut. Классная гонка была, словил кайф. Dankeschön. Danke.
первое, второе место команды. Италия, да? Пошлите домой, а? Уже пойдем, же полежим чуть-чуть. Ja, Sonntag haben wir ein bisschen Unglück. Ich habe Start gemacht, Alexander hat zweites Team gefahren und ich muss zum Schluss fahren. Nach Start, ich habe Kontakt mit TCR-Fahrzeug, mit VW. Und ein bisschen vorne rechts kaputt gemacht, Stoßstange und Verkleidung. Und dann ganze Zeit, ich habe gehört, wie schleift was vorne rechts. Und ich war ein bisschen skeptisch, habe gedacht, okay, das wahrscheinlich nur optisch was kaputt ist von Aerodynamik oder von Kunststoffstoßstange. Und dann nach zweiter Runde im Fuchsreue habe ich was gehört und bei mir Antriebs abgebrochen. Ja. Und leider können wir nicht weiterfahren. Ich habe bis Adenau runtergerollt. Dann Abschleppwagen hat mir zum ersten Sicherheitszone gebracht. Und dann haben wir, ich habe zum Chris S angerufen, Teamchef, habe gesagt, ja, das haben wir ein Problem, was soll ich machen? Der sagt, bleib da stehen, kommt Mechaniker von uns, wir versuchen das direkt vor Ort machen. Und ja, Mechaniker sofort angekommen mit Ersatzteilen, aber leider haben wir ungefähr 5-6 Runden verloren, circa eine Stunde bis neue Antriebswelle montiert. Und ja, das war natürlich für uns schon vorbei, aber ich habe gesagt, okay, wir fahren weiter bis Ziel, machen wir einfach als Training zum 24 Stunden, weil Resultat war klar, das können wir nicht gut zum Ziel kommen. Und nach Reparatur, ich bin direkt zum Pitlane zurückgefahren, dann Alexander hat Fahrzeug übernommen, hat seine 5 Runden gemacht und zum Schluss, ich habe noch 2 Runden gemacht. Natürlich, die ja, Position war für uns ganz hinten, weil ich habe gesagt, wir haben sehr viel Zeit verloren, mehr als eine Stunde zum Reparatur. Aber als Training hat uns sehr viel gebracht und ich bin sehr positiv. Wir gucken, wie das läuft, 24 Stunden in 3 Wochen. Aber ja, allgemein, ich bin zufrieden. War auch ein bisschen lustig, nach Antriebswelle gebrochen. Ich war in Sicherheitszone, das ist immer genau unten, wo alle Restaurants sind. Und nach ein paar Minuten sehe ich, kommt ein Fahrzeug von Crema Racing. Das ist das Team, mit welchem ich war letzte 2 Jahre unterwegs auf Vollen-Serie. Mit Matthias und wir haben Spaß gemacht. Jetzt machen wir Mittagspause hier zusammen und dann fahren wir weiter. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Teamchef, mit unserem Mechaniker. Das alles hat sehr professionell gemacht. Und ich habe gesagt, die Team mit mir auch bei GT4 Germany unterwegs. Deswegen, wir verstehen uns gut. Und ja, ich hoffe, 24 Stunden funktioniert auch genauso gut wie Rennen heute. Wir wissen alle, Nürburgring ist sehr berühmte Rennstrecke weltweit und gefährliche Rennstrecke weltweit. Deswegen muss immer vorsichtig sein, immer aufpassen. Leider haben wir Pech im Team. Unsere Kollegin mit Cayman von ProSport im Schwedenkreuz hat heute Crash gehabt. Und ja, das was liegt auf dieser Rennstrecke, weil wir haben sehr unterschiedliche Fahrzeuge, von GT3 bis langsame Fahrzeuge. Und das ist immer gefährlich für beide Seiten. Ja, muss man immer vorsichtig und aufpassen, ob das kommt nicht schnelles Fahrzeug oder du machst nicht Crash mit schnelles Fahrzeug. Oder auch sehr gefährlich zum schnelles Fahrzeug Platz lassen und dann du kommst auf Dreck und verlierst du Grip mit Straße, mit Strecke und dann Crash passiert. Ja, das muss man sehr, sehr vorsichtig. Und ich habe seit Jahren schon mehr Unfälle gesehen, welche eigentlich ist so ganz einfach passiert. Und deswegen Nürburgring, wenn gute Wetter ist, nicht einfach, wenn regnet, das ist schon ganz, ganz schwierig. Wir müssen einfach Glück ein bisschen mitbringen, weil das ist Race 24 Stunden. Muss keine technischen Probleme passieren, kein Crash, kein Problem mit Fahrer. Ich hoffe, wir haben sehr gutes Potenzial zum Ziel kommen. Wir wollen kämpfen auf Podium. Ich glaube, auf Start haben wir 8 oder 9 GT4-Fahrzeuge. Insgesamt wird über 100 Autos in verschiedenen Klassen dabei. Und ja, ich hoffe, Wetter wird gut, weil letzte paar Jahre haben wir kein Glück mit Wetter. War Rennen 2-mal abgebrochen in der Nacht wegen Gewitter.
Und dieses Jahr, ich warte Sonne und Glück und dann vielleicht kommen wir gut zum Ziel. Nach diesem Rennwochenende, wir starten nach Spanien zum Valencia-Rennstrecke, wo läuft erster Round europäische Nesca-Serie. Das sind absolut andere Fahrzeuge, das hat nichts zu tun mit GT-Class, mit GT-Fahrzeugen. Machen wir das mit deutschem Team Marke Steep Motorsport, mit Fahrzeug 48 in Gulf-Farbe. Ja, Valencia für mich bedeutet sehr viel. Das ist Rennstrecke, wo bei mir mein Rennleben angefangen, wo habe ich sehr oft mit Motorrad gewesen. Aber das erzähle ich alles direkt von Ort. Ich freue mich über Ihr Feedback. Ich hoffe, wir bleiben alle zusammen und machen wir das Folge weiter.